Ist Kränke die nächste Wirecard? Mit dieser Frage, die jetzt aufgeworfen wurde von Fraser Paring, möchte ich mich hier zurückmelden bei euch. Und wir von Marx & Brothers schauen uns das Ganze an. Wir haben ja vorher schon einen Prüfmechanismus hier aufgezeigt, wie man solche Vorwürfe prüfen kann. Und da springen wir jetzt rein. Nochmal der Hinweis: unten findet ihr den Originaltext von Viceroy.org, also dem Research House, hinter dem Fraser Paring steht, und wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Der Vorwurf gegen Kränke ist einfach, dass man hier weiterhin Bilanzbetrug betreibt und auch andere Betrüger hier finanziert oder denen eine Plattform zur Verfügung stellt. Insgesamt ist es eine relativ große Firma, also ähnlich groß wie Wirecard, aber nicht so stark hoch, nicht so hoch bewertet und auch auf keinen Fall so stark im Fokus der Anleger. Trotzdem, wenn wir uns zum Beispiel KGV ansehen von 26, ist das natürlich schon relativ hoch. Wer hat das rausgebracht? Fraser Paring steckt hinter Viceroy.org. Ich verfolge ihn länger auf Twitter. Seine Vergangenheit ist ein bisschen unklar. Und es gibt auch einige kritische Berichte über ihn, ob er jetzt als Sozialarbeiter viele Jahre gearbeitet hat oder nicht. Ist alles ein bisschen in der Dunkelheit. Er hat aber mitgeholfen, Wirecard-Skandal aufzudecken, auch den Steinhoff-Skandal aufzudecken. Und jetzt geht es eben um Kränke. Und er hat eine sehr starke Fähigkeit, einfach unglaublich viele Informationen zusammenzusuchen und diese zusammenzustellen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Und die Aktie und beziehungsweise der Aktienmarkt hat auch reagiert, -30% heute am frühen Nachmittag bei der Kränke AG. Immerhin, die Marktkapitalisierung sind noch ja, zwischen 2 und 3 Milliarden Euro mittlerweile. Und die Bilanzsumme ist ähnlich groß, wie sie damals bei der Wirecard war. Die Vorwürfe im Detail, also Viceroy Research sagt, dass es ein uninvestable ist, weil einfach hier Bilanzfälschung betrieben wird, es sehr viele Related Party Transactions gibt, die hier nicht ordentlich aufgezeigt werden. Und es gibt einfach keine internen Kontrollen. Dazu kommt jetzt, und jetzt ist ganz harter Tobak sozusagen, dass die Bank hinter Kränke Fake Cash Hiding, also auch ähnlich wie bei Wirecard, aber auch Geldwäsche für alle möglichen Scams bereitstellt. Und das Problem ist, dass Kränke nur knapp über dem Junkbond-Status ist. Das heißt, wenn es hier zu Abstufungen kommen würde von den Ratingagenturen, dann hätte die Kränke direkt Probleme, sich rezufinanzieren. Das ist natürlich die Problematik bei so Vorwürfen, ist, dass sie zu einer self-fulfilling prophecy werden könnten. Und hier auch nochmal ein Vorwurf: over 70% of Kränkes lease finance segments are outdated and diving into redundancy and deflation, including printing open license software and telecommunications hardware. Breakdowns of a Kränkes loanbook contracts show a complete disconnect between the items leased, the categories of clients leasing them and the value of the leases. Also eins ist klar, ja, wer hat heute schon diese Software-Lizenzen? Denn es geht alles in die Cloud mit Abo-Modellen. Auch brauchen wir viel weniger Telekommunikations-Hardware und Drucker werden jetzt auch nicht gerade verkauft wie warme Semmel. Vor genau 10 Jahren und 10 Tagen, nämlich am 6. September 2010, hatte ich mich tiefer mit der Leasingindustrie beschäftigt. Ich war ja auch lange in der Leasingindustrie tätig. Damals habe ich eine Studie über die Leasingindustrie geschrieben, aufbauend auf den ganzen Studien bis zu dem Zeitpunkt, die sich um die Leasingindustrie als investierbare Industrie und als Leasing und Banking als komplementär gekümmert haben. Dazu nachher noch mehr. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Plausibilitätscheck. Sollen wir jetzt Fraser Paring glauben oder sollen wir Kränke glauben, die alle Vorwürfe zurückgewiesen haben? Schauen wir uns einfach an. Aus dem Bericht des ersten Halbjahres 2020 sehen wir beim Neugeschäft 63,6% sind IT-Produkte, 28,2% davon sind Kopiertechnik. Ist aber auch viel andere IT-Sachen. Maschinen und Anlagen machen noch einen großen Teil aus, aber auch Medizintechnik und Sicherheitsgeräte einen kleinen Teil. Wir sehen, dass Kränke sich jetzt schon relativ teuer refinanziert. Sie bieten hier Festgelder an, zum Beispiel für 36 Monate bei 0,6%. Wenn wir sehen, bei anderen
Auch die Deutsche Pfandbriefbank refinanziert sich sehr, sehr teuer, zum Beispiel 0,7% bei 3 Jahren, während andere wie ING 3 Jahre Laufzeit Sparbriefe rausgeben für 0,03% oder auch hier die Comdirect. Ja, da kann man auch ein bisschen länger sparen, man kriegt nichts. Das heißt, es gibt einige Banken, die sich praktisch flau refinanzieren, während andere eben durchaus tief in die Tasche greifen. Und Kränke gehört zu denen, die einfach etwas mehr bezahlen müssen, um sich zu refinanzieren. Das Neugeschäft im ersten Halbjahr 2020 war etwa 1 Milliarde und das vor allem in Mittel- und also West-, Süd-, Nord- und Osteuropa, also in Europa. Das ist schon mal gut. Fraser Perring spricht auch oft davon, dass es Probleme bei Franchise International Segment gibt, aber es ist letztendlich eben auch nur ein kleines Segment. Natürlich kann es da Probleme geben und vielleicht auch Ungereimtheiten, aber das würde nicht so viel ausmachen, falls wir jetzt prüfen können, dass es in Europa alles sauber abläuft. Hier ist nochmal ja die Übersicht, die gleich wichtig werden wird, denn wir wollen jetzt mal schauen, wie ist das denn mit Kopierern und Druckern und sehen hier auch schon bei den verschiedenen Leasingverbänden, also BDL zum Beispiel, da ist Kränke Mitglied und ja, Büromaschinen und EDV, da wird auch Krenke als Verlieser angezeigt. Also wir können schon sagen, ja, sie sind wirklich in diesem Markt tätig. Ich kenne sie auch, also es wird auch über Krenke natürlich mal gesprochen im Asset Finance Markt, im Leasing Markt, also sie sind schon in der Branche bekannt, aber jetzt auch nicht so wie die wirklich Großen in der Branche. Kurze Rechnung, also 1 Milliarde an Neugeschäft im Jahr 2020 bisher, mal die 63,6% für IT-Produkte, mal die 28,2% für Drucker. Das sind ca. 180 Millionen im ersten Halbjahr 2020. Auf die letzten Jahre gesehen, also in dem Bereich wahrscheinlich so zwischen 300 und 500 Millionen für Drucker, Druckerscanner und Kopierer. Das ist schon sehr, sehr viel. Schauen wir uns hier einfach mal an, die Statistiken. In China wurden solche Drucker und Kopierer für 2 Milliarden insgesamt verkauft in einem Jahr. In den USA so 1,2 Milliarden, aber Dollar alles. In Deutschland 520 Millionen nur. Das heißt, vielleicht können wir sagen, in diesen europäischen Märkten, wo Grenke zuständig ist, wird für 1 bis 1,5 Milliarden Drucker und Kopierer verkauft. Und wenn Krenke davon 300 bis 500 Millionen finanziert, dann wäre das ein unglaublich hoher Anteil, da praktisch jeder dritte Drucker und Kopierer in Europa, der verkauft wird, würde von Krenke finanziert. Das hört sich schon sehr, sehr hoch an. Und das, obwohl es immer weniger neue Drucker und Scanner gibt, die verkauft werden, wie wir hier an den Zahlen in Deutschland sehen. Und wir sehen ja nicht, dass Krenke generell so eine starke Leasingfirma ist. Wie gesagt, es wird Krenke ist bekannt, aber die großen sind die französischen. Dazu auch noch sowas wie auf der dritten Stelle VW Leasing, dann Delage Landen, Deutsche Leasing, UniCredit. Alphabet in diesem Fall ist nicht die Google-Mutter, sondern von BMW. Also wir sehen hier die großen Banken und die großen Autohäuser plus Siemens sind hier vertreten. Aber nirgends Krenke zu sehen. Okay, also. Wirklich jeder zehnte Drucker mindestens in ganz Europa wird über Krenke verliest. Wahrscheinlich eher jeder vierte bis dritte. Möglich ist es, aber wahrscheinlich ist es nicht. Also es hört sich schon sehr, sehr hoch an. Und hier in diesem ja, sehr kritischen Bericht, etwa 60 Seiten von Fraser Perring, schreibt er auch: Aggressive accounting practices on valuing assets is a 500 Euro Dollar printer. Ja, also da sehen wir 500 Euro Dollar. Naja, on a 10.000 Euro Contract, really a 10.000 Euro Asset. Also wir sehen hier, dass vielleicht Krenke einiges viel zu hoch ansetzt. Und das können wir durchaus nicht von der Hand weisen. Wir wissen nicht, ob es stimmt, aber es ist zumindest nicht ganz plausibel, dass fast jeder Drucker in Europa wirklich von Krenke finanziert wird. Hier sehen wir einige der Beteiligungen. Die meisten sind in Europa, aber sie haben auch über Europa hinaus Beteiligungen, wo natürlich ein bisschen die Alarmglocken angehen. Auch Franchise-Nehmer im Arabischen, auch etwas in Brasilien und so. Also ein paar Gegenden, die auch schon bei Wirecard eine große Rolle spielten. Aber hier, da vieles läuft eben in Europa, vieles in Frankreich, aber auch in Italien. Italien kann für Leasinggesellschaften hochprofitabler Markt sein. Also
finde ich jetzt nicht direkt außergewöhnlich, aber besonders in Irland, Dublin, dort ist die praktisch Beteiligung, die Tochtergesellschaft mit 334 Millionen Euro Eigenkapital ausgestattet und macht fast 78 Millionen Euro Gewinn. Zudem gibt es ja noch weitere Sachen in Dublin, also nicht nur diese eine, sondern direkt darüber Kränke Limited auch in Dublin und unten hier auf der Seite Kränke Leasing in Großbritannien. Ja, kann Kränke in Irland wirklich so viel Eigenkapital, 334 Millionen und 78 Millionen Jahresüberschuss, also eine der wichtigsten Zweigstellen oder Tochtergesellschaften sitzt hier im Suite 307 im Q-House. Das hatte ich mir angesehen. Das ist hier im Süden von Dublin, natürlich alles per Google angeschaut. Nur eine einzige Bewertung und die natürlich nur ein Stern, also sehr schlechte Bewertung. So sieht das Haus von außen aus. Klar, da kann locker 300 Millionen Eigenkapital sein und auch über 70 Millionen Gewinn. Aber wir sehen, diese ganzen Firmen und noch weitere sitzen alle in diesem Haus und diese ganzen Firmen sitzen allein auch auf dieser dritten Etage. Also von daher, ja, es kann sein, aber mehr als, sagen wir mal, 50 Mitarbeiter wird schwer dort reinzubekommen. Das heißt, ja, es ist möglich, dass Kränke Irland so viel Geld macht, aber zumindest würde ich da zuerst schauen, wenn ich jetzt der Regulator bin. Der andere Punkt ist Know Your Customer. Ja, Großkunden können wir sehr schwer hier identifizieren und die Kunden sehen wir sind keine Fans. Hier auch in Italien 32 Bewertungen, insgesamt sehr wenig Sterne bei Google, bei Trustpilot ganz schlimm hier von UK 139 schlechte Bewertungen, aber auch Kränke in Deutschland bei Trustpilot 100% sind schlechte Bewertungen und auch in Irland überall gibt es sehr viele schlechte Bewertungen und sogar den Aufruf, who is willing to join together to bring Kränke down? Und hier hat sich wohl Viceroy gemeldet oder Fraser Perring und ist darauf eingegangen. Oder vielleicht wurde diese ganzen negativen Bewertungen ja auch von den Shortsellern gelegt. Das könnte natürlich auch sein. Aber wir sehen auf jeden Fall keine guten Bewertungen, sondern nur schlechte Bewertungen. Das Wort Scam kommt sehr oft vor und es wird auch die Telefonnummer geschrieben, um in Kontakt zu kommen. Ja, also wir sehen hier sehr, sehr viele, die eben genau diese Scams auch beschreiben, die im Research Analyst von Viceroy beschrieben werden. Stimmt das? Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber es könnte stimmen. Jetzt folgendes Problematik. Wir haben einerseits natürlich Fraser Perring, der auch als Shortseller jetzt aufgetreten ist. Von daher hat er natürlich auch einen Anreiz, hier das Ganze etwas runterzumachen. Das muss man immer dazu sehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man die Anschuldigungen einfach links liegen lässt und nichts macht, sondern man muss sich darüber kümmern als Anleger. Also ich bin nicht in Kränke investiert, fand die immer schon eher etwas. Ja, dubios, wobei ich glaube, auch manche der Vorwürfe vielleicht etwas überzogen sind. Aber andererseits eben auch von der regulatorischen Seite. Und hier sehr positiv, endlich im Gegensatz zu Wirecard ermittelt die BaFin nun nach allen Richtungen. Und das finde ich schon mal sehr gut. Ganz kurz nochmal der Hinweis, meine Studie vom 6. September 2010, ich hatte mir börsengelistete Leasinggesellschaften angesehen, die hatten insgesamt einen sehr, sehr schlechten Track Record. Vielleicht sogar wäre es besser, in Airlines zu investieren. Probleme ist, dass oft viel zu viel Wert auf Neugeschäft gelegt wird, anstatt auf Risikomanagement. Das sehen wir auch, wenn wir uns praktisch die Annual Reports von Kränke ansehen, wie wichtig Neugeschäft ist. Und es gibt manchmal eben einen schnelleren Wertverlust als gedacht durch technologische Obsoleszenz, wie jetzt zum Beispiel alte Server braucht kein Mensch mehr, weil anstelle von einem 5 Jahre alten HP-Server irgendwo im Schränkchen in der Ecke der Firma zu haben, benutzt man lieber direkt alles in der Cloud. Ein paar schöne Artikel hier. Why do banks provide leasing? Also Banken können das sehr gut eigentlich komplementär mit Leasing machen. Bulbul und Not. Sharpe und Nguyen haben auch geschrieben, dass es viele Imperfections im Kapitalmarkt gibt, die dazu führen, dass Leasing manchmal wirklich eine sehr gute Möglichkeit ist. Und wer sich mehr mit Anlage in Leasingfirmen beschäftigen will, ich hatte damals 2010 Cropshot May
2010 war damals ganz neu rausgekommen. Vielleicht findet ihr das noch. Christopher Menken, wenn ihr das googelt, auf Seeking Alpha hatte das nochmal rausgebracht. Das war von mir heute. Also wie gesagt, einige der Vorwürfe kann ich nicht von der Hand weisen. Ich glaube, hier muss Krenkel ganz klar mal Flagge beziehen. Ich schreibe Ihnen auch nochmal, dass ich das mit den Druckern und Kopierern mal bitte aufgedröselt haben möchte, wie viel des europäischen Marktes hier denn über Krenke laufen. Das hört sich für mich schon sehr interessant an. Damit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin raus. Ciao.